Audio Player Box, die Tony Box, ist ein recht beliebtes und weit verbreitetes Modell mit Content Hosting und Datensammelwut. Nun, wir haben hier vier Sprecher, Gambrius, Moritz, Bad B und Gecko, die uns auf diese Thematik ein bisschen einführen werden. Und quasi das erste Mal sich heuer und heute hier auf der Bühne treffen. Die waren bis jetzt eigentlich vor 4 Jahren zum ersten Mal online getroffen, virtuell, noch nie physisch. Heute zum ersten Mal miteinander alle auf der Bühne. Bitteschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, ihr seid wirklich wegen Tonis hier und nicht wegen dem iPhone-Researcher-Hack, der in Saal 1 läuft. Ihr habt euch nicht verlaufen, ne? Wow, echt viele Leute heute hier. Willkommen zu dem Tonis Talk. Wer kennt die Toni-Box? Einmal Hand hoch. Okay. Wer hat eine Toni-Box zu Hause und hat keine Kinder? Okay, das wird sich ändern. Weil wir haben doch recht viel Gefallen an dieser tollen Box gefunden. Ich brauche gar nicht so viel erklären, was das ist. Also für die, die es noch nicht kennen, ein Kinder-Audio-Abspielgerät, welches ohne Display auskommt, in Summe nur 2 Knöpfe hat, die beiden Ohren zur Lautstärkeregulierung. Es gibt diese schleichartigen Figuren, wo ein kleiner NFC-Chip drin versteckt ist, so viel kann ich schon mal spoilern, und kein ganzes Tonband drin ist. Welches, wenn es auf die Box aufgesetzt wird, das passende Hörspiel abspielt. Diese Figuren kann man im Handel für 15, 16 Euro kaufen. Ob man die Lizenz damit kauft, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber man kann zumindest das Hörbuch damit hören. Wir möchten euch mal ein bisschen damit durchführen, was der Gedanke dieses Talks einfach ist, wo wir gesagt haben, warum wollen wir über diese Tonibox sprechen? Jetzt habe ich vorhin diese Figur erwähnt. Es ist leider Gottes die einzige Abspielmöglichkeit, diesen Inhalt, der für diese Figur angedacht ist, auf dieser Box abzuspielen. Das heißt, man kann jetzt nicht frei wählen, welche Inhalte man abseits von eigenen CDs, die vielleicht im Vorfeld gekauft wurden, oder bei mir in der Vergangenheit meine Benjamin Blümchen-Sammlung, die ich ja auch bereits irgendwann mal gekauft bekommen habe, für meine Kinder in der nächsten Generation auf der Tonibox abzuspielen. So gibt es zwar die Möglichkeit, mit Kreativ-Tonis zu arbeiten, die kann man für 12 Euro kaufen und mit insgesamt 90 Minuten bespielen, aber man ist immer in diesem Toni-Universum gefangen und ist natürlich dann auch in der Abhängigkeit der Firma Tonis. Das heißt, die machen gerade einen Aktiengang, das heißt, ist gerade unwahrscheinlich, aber sollte diese Firma Tonis irgendwann mal Insolvenz anmelden oder Konkurs anmelden, dann wären all diese Funktionen der Tonis nicht mehr gegeben, weil die ganze Box rein cloud-basiert ist und sämtliche Inhalte über eine App gesteuert werden, eine Web-Oberfläche gesteuert werden und aus der Cloud geladen werden und keinerlei unabhängige Möglichkeiten gegeben sind. Lasst uns mal ein bisschen auf die Hardware eingehen. An der Stelle würde ich mal an Moritz übergeben, der uns ein bisschen was über die Hardware-Variationen erzählt. Dankeschön. Ja, hallo. Ich gebe einen kurzen Überblick über die Hardware der Tonibox und wenn man da reinguckt, was man da eigentlich findet. So, also es ist relativ übersichtlich aufgebaut. Wenn man jetzt also die Tonibox auseinander nimmt, dann sieht man da drin auf der links oben den Akku, darunter den Lautsprecher, in der Mitte die Platine, das PCB, dann rechts daneben sind die Push-Buttons, die in den Ohren versteckt sind für die Lautstärkeregelung und das PCB rechts daneben ist die NFC-Antenne. Genau, das Tonibox PCB ist relativ übersichtlich gehalten, ist ein 4-Lagen-Board, was nur einseitig bestückt ist. Auf der Rückseite hat es 82 Testpunkte, die alle nett beschrieben, also zumindest durchnummeriert sind, und eine Onboard-WLAN-Antenne. Sonst macht das eigentlich alles einen sehr soliden Eindruck. Die Hardware ist schön, also ist sehr reparaturfreundlich. Also falls man da irgendwie was zerforscht haben sollte, lässt sich das alles relativ gut wieder in Gang setzen. Genau, jetzt gucken wir uns mal das PCB im Detail an. Wir haben also hier, das Schwarze ist der Mikrocontroller, bei der ersten Version ist das ein TI-Chip. Dann haben wir den RFID-Chip,
ein Beschleunigungssensor, damit man dagegen hauen kann und die Box das merkt. Der Audiochip, der ist auf der linken Seite und ein kleiner Flash und natürlich die SD-Karte, also zumindest den SD-Kartenhalter sehen wir dort. So, dann gibt es für den ganzen Stromfu gibt es also einen Laderegler, einen DC-Wandler und diverse LDOs für die Spannungsversorgung. Der Ton ist allgemein weg. Spannungs. 1, 2, 1, 2. Sag mal, hast du. Nee, tot. Hier ist alles tot. Hallo? Nee? Alles tot. Schreien, ne? Nein! Doch. Alles klar, dann warten wir kurz. 1, 2. War das halt? Ja, aber ich möchte das nicht strapazieren. So. Unterlassungsklasse? Ja, genau. So, und dann gibt es als Interfaces im weitesten Sinne gibt es eine RGB-LED, den Kopfhörerausgang, den Akkustecker unten, den Stecker für die Ohren in der Mitte und den Lautsprecherkonnektor oben. Und für das freundliche Zerforschen gibt es das Debug-Interface, das so ein Tech-Connect-Interface ist, das ist auf der Rückseite der Platine. So, dann schauen wir als nächstes mal, was das mit den Mikrocontrollern auf sich hat. Also es gibt drei unterschiedliche Mikrocontroller. Die Urversion war die mit dem TI 3200. Dann hat die Chip-Krise auch bei Tony zugeschlagen und es gab eine Box oder wenige Boxen mit dem CC 3235 und jetzt die aktuellen Boxen sind mit einem ESP32-Chip ausgerüstet und werden damit geschippt. So, guck mal, da sieht man es. Ja, also genau, das ist der CC32. So, das ist, also wir nennen es Version 1 und Version 2 der Hardware. Die Version 3 ist relativ selten. So, und das ist die aktuelle Version 4 für den mit dem ESP32-Chip. So, ein paar Details dazu. Genau, dass sie sehr, sehr häufig verbreitet sind, hatte ich schon gesagt. Sie sind über die TechConnect-Schnittstelle, kann man den Flash auslesen, der dort unverschlüsselt bzw. unsigniert ist. Man kann das CC3200-Tool zum Lesen und Schreiben benutzen. Und wir haben mit der Hackybox eine Custom-Firmware und einen Custom-Bootloader implementiert, die Hackybox NG. So, der CC3235 ist selten, die TechConnect oder die Debug-Schnittstelle ist gesperrt. Wir können zwar über eine SOP8-Klammer auf den Flash zugreifen und da findet man dann, dass die Zertifikate unverschlüsselt sind, die Firmware jedoch signiert und verschlüsselt ist. Und mit dem CC3235-Tool kann man den Flash-Dump manipulieren und anschauen. So, das ist genau die aktuelle Box. Die hat also eine UART-Schnittstelle, man kann es sehr komfortabel mit dem ESP-Tool anfassen. Und. Hat uns Toni den Saft abgedreht? Ich befürchte das. Jetzt wieder. Genau, dann mache ich hier noch schnell durch. So, es gibt eine Proof-of-Concept-Firmware auf Basis des ESP-Uino und wir haben eine eigenständige Open-Source-Ersatz-Firmware, die also schon die meisten Funktionen der Original-Firmware implementiert, die wir Teddybox nennen. Damit bin ich bei der Hardware durch und gebe wieder zurück an den Gambrios. Super, Moritz, ich danke dir. Ich hoffe mal nicht, dass Tonis hier uns den Saft abdreht mit den Audio-Themen. Kurz mal zur Funktionsweise. Wie funktioniert die Tonybox? Anders als der Irrglaube meiner Eltern ist nicht in der Figur der Audioinhalt gespeichert. Der Audioinhalt kommt wirklich aus der Cloud. Das sehen wir einmal rechts dargestellt. Der NFC-Chip identifiziert diesen nur. Die Tonybox reicht die Information an die Cloud durch und sie wird damit versorgt. Aber sie hat auch eine SD-Karte. Die haben wir vorhin schon mal kurz auf dem Pixel gesehen. Genau, zumindest den Halter, ja. In der Regel ist das eine 8-Gigabyte-Karte, wo die einzelnen Audio-Files, die schon einmal geladen wurden mit einer Figur, auch im Offline-Modus nachher verfügbar gestellt werden. Sie ist also nicht vorgeladen, sondern muss immer über das WLAN und über die Cloud bestückt werden. Ungefähr 45 bis 65 MB hat ein Audio-Hörbuch, der zu einer Tony-Figur zugeordnet ist.
Die Übertragung der Inhalte folgt halt so, dass diese Figur aufgesetzt wird, die sogenannte UID des NFC-Chips ausgelesen wird. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn der Inhalt nicht auf der SD-Karte ist, wird der Ladeprozess aus der Cloud gestartet und dort gespeichert. Zum Funktionsprinzip des NFC-Chips, weil wir hier doch ein bisschen spezieller unterwegs sind. Unten links sehen wir den Chip, der in den Figuren verbaut ist. Das ist ein circa 10 mm langer Ferritstab mit einer Kupferdraht umwickelten Antenne, um genau zu sein, 21 Wicklungen. Und auf der Stirnseite ist der kleine NXP iCode SLIX-2 Chip verbaut, der eine besondere Rolle hier spielt, weil er erstmal so gar nicht erkannt werden kann. Das heißt, in der Vergangenheit hat man versucht, mit verschiedensten NFC-Lesegeräten an diese Figur heranzugehen und wollte die dann auslesen und hat aber erstmal nicht feststellen können, was drin ist. Zu der Funktion des Privacy Modes kommen wir gleich nochmal detailliert, aber hier nochmal eben kurz auch der Vergleich. Wir haben uns natürlich dann irgendwann versucht, eigene SLIXL-Chips zu besorgen, um vielleicht mit eigenen Custom-Tags zu arbeiten, haben dort auch natürlich in die Herstellerindustrie nach China die Finger ausgestreckt, haben dort allerhand Varianten durchgetestet, die alle nicht funktionierten, bis wir dann den SLIXL-Tag als einzigen nutzbaren Chip identifiziert hatten, haben aber auf dem Weg dahin, auf der Odyssee dahin, auch gefälschte SLIXL-Chips bekommen, die wir in unserem Prozess bei der Analyse später auch identifizieren konnten. Fand auch NXP sehr interessant, denen wir auch welche davon zur Verfügung gestellt haben. Jetzt gerade in den Medien geht es ja umher, NXP ist über die letzten Jahre über einen längeren Zeitraum von Hackern infiltriert worden, die sich dort die neuesten Datensheets und Daten der Chips runtergeladen haben, um dann auch dementsprechend gefälschte Kopien selber herzustellen. Also das ist uns auch über den Weg gekreuzt. Rechts in blauen Balken sieht man mal den Vergleich der beiden Chips. Im Mikroskop erkennt man in der Bauform Unterschiede, aber erstmal nicht weiter spannend, nur das als Randbemerkung. So, an der Stelle habe ich den Privacy Mode schon mal erklärt. Gego, erzähl uns was darüber. Genau, der Privacy Mode klingt sehr ominös. Das ist ein spezieller Modus bei diesen SLIXL-Chips, bei denen der Chips in einen Silent Mode versetzt wird. Das heißt, er reagiert auf nichts. Auf nichts, außer die Kommandos zum Entspannen aus dem Privacy Mode. Die Kryptographie, nein, so will ich das gar nicht nennen, die Methode dahinter ist sehr speziell, sehr hohe Sicherheitsstufe, nicht. Man fragt eine Random Number an und schickt dann eine Antwort zurück. Das ist so sicher wie an der Tür ein geheimes Passwort sagen und dann vorher noch 1 addieren oder so. Diesen Modus verwendet der Tony-Chip oder der Chip in den Tony-Figuren, um sich unsichtbar zu machen vor irgendwelchen Zugriffen mit dem Handy. So, was macht die Tony-Box? Sie kennt diese Methode, sie fragt erstmal diesen Random an, schickt dann diesen super geheimen Passwort-Code mit XOR verschlüsselt zurück und dann ist der Tag zugreifbar wie jeder andere Tag, NFCV-Tags, die man so kaufen kann. Dann passiert ein kleines Prozedere, es wird die UID abgefragt, ein paar andere Werte und der Speicherinhalt der Figur. Das sind 8 Blöcke, die der Chip eigentlich hat. Die Box fragt aber 9 Blöcke ab. Der 9. Block ist nur dafür da, um festzustellen, ob es ein Fake-Tag ist, die dann auf den 9. dann doch noch irgendwelche Daten antworten. Also heißt, die Tonys haben da schon einen kleinen Check reingebaut, dass nicht die beliebigsten Fake-Tags da verwendet werden können. Gut, die UID wird gespeichert und der Block-Content. Dann sperrt die Box die Figur wieder und wird nur noch über Präsenzdetektion geschaut, ist diese Figur noch drauf. Also beim Aufstellen auf die Box passiert das Ganze und binnen einer halben Sekunde spielt die Box die Musik ab. Was passiert, wenn man jetzt während dem Auslesen einfach die Figur wegzieht? Und das haben wir auch festgestellt, ja, dann ist diese Figur lesbar wie jeder andere NFC-Tag. Das heißt, man geht einfach nur her. So. Magic. Das hat
Das hat jetzt nicht viel mit Hacken zu tun. Also das ist doch. Doch. Das kann jedes Kind. Ob also, das so gedacht war oder ob das so geplant war von der Firma, die das entwickelt hat, wir haben keine Ahnung. Auf jeden Fall funny. Danach kann man das Ding mit dem Handy auslesen. Aber man kann nichts emulieren. Es gab mal kurz das Gerücht, wir hätten mit einer Klopfmethode den NXP-Sicherheitschip geknackt. Ganz so ist es nicht. Also. Ja. Gut. Danach schaut die Box nur noch, ist diese Figur da? Und das macht sie dann mit dem Addressed Mode, Get Random. Egal. Gut. Wenn wir uns dann diesen Tag, der jetzt magischerweise entschlüsselt ist, mal genauer anschauen, Proxmark, der eine oder andere kennt es, kann man per Sys-Info mal gucken, was steht da so in diesem in der UID drin, DSF-ID, die ganzen Dinger, egal. Da kommt die UID, ja, das ist jetzt eine geXte UID von einem echten Tony von mir. Und wenn man dann noch den Memory dumpt, dann hat man noch die 8 Blöcke da unten mit den entsprechenden Speicherinhalt. Und wir können sagen, was in dieser Figur steht, nein, es ist nicht die Musik. Es ist die UID, die von NXP reingelasert, wie auch immer wurde, und 32 Byte Dateninhalt. Jetzt könnte man natürlich schauen, ist es random? Also wir haben keine Struktur gefunden. Man könnte jetzt auch tausende Tonys irgendwo auslesen, das würde keiner tun. Nee, also, diesen Aufwand würde niemand treiben. Nee, würde niemand treiben. Und dann würde man feststellen, es ist eigentlich von Zufallsdaten nicht zu unterscheiden oder ein ausgeklügelter Hash. Gut, aber damit haben wir die Figur identifiziert. Und können dann loslegen mit den üblichen Tools, mit einem, was weiß ich, mit Proxmark oder Flipper Zero. Aber ganz so einfach ist es doch nicht. Wir haben doch gerade was gelernt über den Privacy Mode, den muss man erstmal deaktivieren oder dann auch darauf reagieren. Aber gut, dann bauen wir das Ganze mal eben nach. Im Proxmark 3, bekanntes Hardware-Hacker-Tool, NFC-Hacker-Tool, war die Unlock-Funktion nicht implementiert. Man kann auch nicht die Kommandos einzeln senden. Und dann selber mal schon im Taschenrechner diesen hochsicheren kryptografischen Vorgang nachimplementieren, weil das Feld des NFC-Tags muss aktiv bleiben für die Abfrage des Randoms und dem Setzen des Passworts. Gut, kein Aufwand, schnell implementiert, eigenen Fork vom, glaube Iceman-Repo war es, von Proxmark 3 implementiert. Dann nächster Schritt, emulieren. Ja, Specs runterhacken, das kann jeder. Auch diesen Fork mal kurz erweitert um die SlixL-Emulation und auch das implementiert. Und dann kam so langsam dieses Flipper Zero-Dings, ich weiß nicht, ob die eine oder andere das kennen, das ist auch ganz lustiges Spielzeug für Hacker. Mensch, der hat auch irgendwas mit NFC-Emulation und Auslesen, passt, implementieren wir auch. Also die Unlock-Funktion, easy peasy, einfach mal kurz nachimplementieren, Feld anlassen, alles okay. Bei der Emulation, das sah es dann anders aus. Der Chip, der hier verbaut ist, kann kein Slix emulieren. Er kann auch nicht wirklich NFCV viel implementieren. Außer in der UID kann das Ding nichts, aber er kann den Pass-Through-Modus. Pass-Through heißt, man moduliert vom Mikrocontroller aus die Feldstärke über IO-Pins und bekommt im Umkehrschluss die Gegenmodulation des NFC-Chips über einen IO-Pin zurück. Das heißt, ja, man fängt halt mal an, warum nicht? Machen wir halt mal Bitbanging von ISO 15693. Klingt einfach, dann sukzessive merkt man schon, Mensch, gar nicht so toll. Mikrocontroller für die ganzen Millisekundenweise da komplett blocken, IO-toggeln und ganz ehrlich, 256 Byte Datentransfers, was NFCV kann, das dauert schon seine Zeit. Dann habe ich halt angefangen, das Ganze mit DMA unterstützt. Kann man ja alles ein bisschen vorberechnen, aber auch da hat sich festgestellt, Mensch, für 256 Byte oder 255 Byte Speicherinhalt, wir bräuchten 140 Kilobyte RAM nur vorberechnet. Das kostet auch seine Zeit. Also war das Ergebnis ein bisschen so Ring-Buffer und Just-in-Time vorberechnen. War dann doch ein kleines Unterfangen und ein größerer Pull-Request, die auch die Kollegen von Flipper Zero Dev Team dann irgendwann Mitte dieses Jahres irgendwann endlich abgesegnet haben. Rechts sieht man nochmal ein Bild, oben ein Original NXP-Tag, unten der Flipper Zero, der da der Tony-Box sagt, yo, ich bin ein Benjamin Blümchen-Tony. Gut. Damit haben wir einen Perk unlocked, so die NFC-Geschichte, können wir emulieren, können wir auslesen. Das ist schon eins der drei Achsen, die wir brauchen, um lustige Dinge mit der Box zu machen. Genau. Über die drei Achsen sprechen wir ein bisschen näher. NFC haben wir jetzt gerade gelernt, können wir. Emulieren, wir kennen die ganzen Daten, wie es rein und raus muss. Es gibt ja noch die SD-Karte.
was ist denn auf der SD-Karte drauf? Also erstmal war es ganz einfach uns gemacht worden. Es ist eine FAT32 formatierte SD-Karte, die wir ganz frei lesen konnten. Die Ordnerstruktur sah relativ einfach aus. Random Namen, Zahlen, Namen, Ordnernamen, wo eine Datei drin lag, ohne Endung, auch mit einer uns erstmal random Nummer aussehend. Letztendlich haben wir aber festgestellt, diese Zahlen sind gar nicht so random, die haben doch schon irgendwas mit der UID zu tun. Also relativ einfach ist die UID im Reverse-Darstellung als Ordnername verwendet worden und als Dateiname, sodass rein über die Ordner- und Dateinamenbenennung die Zuordnung zu einem NFC-Tag gegeben ist. Jetzt haben wir vorhin gelernt, wir haben Custom-Tags besorgt, die auch eine UID haben. Und der erste Versuch war natürlich, das mal umzubenennen. Und siehe da, im Offline-Modus, ich nehme das mal vorweg, konnte man die dann auch abspielen. Was ist denn auf der SD-Karte noch drauf? Die Datei selber. Die Datei selber, wenn man sich die anschaute, fand man 4 Kilobyte Blöcke, die verschiedenste Inhalte hatten. Der erste 4 Kilobyte Block war wirklich im Protobuf gespeicherte Informationen, passend zum Tony. Daten wie Track, Anzahl, Sprungmarken zu den Audioinhalten, aber auch eine Audio-ID und ein Hash-Wert. Was wir dort nicht gefunden haben, ist ein schöner Klartextname des Tonis oder der Geschichte. Oder vielleicht eine Artikelnummer oder eine interne Nummer, die den Inhalt identifizieren würde. Das gab es nicht. Es gab nur die Audio-ID, was letztendlich beim Codieren des Audioinhaltes als Unix-Timestamp verwendet wurde. Das heißt, wir wussten, wann ist der Audioinhalt erstellt, aber nicht welcher Inhalt. Die weiteren 4K-Blöcke sind jeweils Ogg-Opus-Teile. Nicht verändert, einfach komplett hinten angehängt. Das heißt, einfachster Schritt, erst einen 4K-Block abschneiden und man konnte es ganz normal mit einem Ogg-Opus-fähigen Spieler abspielen. Ohne Track-Informationen, weil die sind ja im ersten 4K-Block. Mit diesen Informationen haben wir uns dann hingesetzt und haben eigene Inhalte in Ogg-Opus umgewandelt und haben diese dann mit einem eigenen Header versehen und auf der Tonybox getestet. Und siehe da, wir konnten auch das genauso darstellen und abspielen. Was machen wir mit der Information? Was haben wir noch? Entschuldigung. Also das ging auch um die Ogg-Opus-Pages. Eine kleine Besonderheit, diese Ogg-Opus-Pages mussten immer einen vollen 4K-Block darstellen. Das heißt, wir durften die Tony-Datei nie irgendwo mit dem Audioinhalt enden lassen, sondern wir mussten den letzten Block immer noch auf 4K auffüllen. Ansonsten hat die Box auch gestreikt. So, jetzt haben wir quasi das Dateiformat erkannt, ausgelesen, analysiert. Entschlüsselt würde ich nicht sagen, weil da war nicht viel verschlüsselt. Wir wissen, wie die RFID-Funktionen funktionieren. Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Relativ simpel. Lass uns eine Software bauen, die anderen Leuten ermöglicht, eigene Inhalte auf die Box zu bringen. Das heißt, unser erster Step war Teddy Bench. Eine Software. Oh, warte mal, bevor wir da jetzt reingehen. Um das zu benutzen, müssen wir aber erstmal Zugriff zur SD-Karte bekommen. Jetzt zeigen wir euch mal kurz, wie die Tonybox aufgebaut ist und wie schnell man den Zugriff auf die SD-Karte bekommen kann. Das ist ein Bajonettverschluss. Idealerweise drückt man den auf den Fliesenboden und dreht den um 15 Grad, dann springt er auf. Mit einer Schraube gesichert. Also hier großes Kompliment an die Produktdesigner. Ich habe selten ein so leicht wartbares Produkt in den Händen gehabt. Nein, das darf man ja mal gerne erwähnen, weil es sind ja versteckte Sachen in dem Produkt. Ihr seht, zerstörungsfrei, ohne Klebeaktion oder Clipaktion ist dieses Produkt schnell erreichbar. SD-Karte raus und wie vorhin schon gesagt, in den nächsten SD-Kartenleser oder direkt in den Rechner reinstecken, um dann die Inhalte zu bearbeiten. Aber welche Inhalte haben wir denn? Ich habe vorhin gesagt, auf dieser Karte sind jetzt haufenweise einzelne Dateien, die wir jetzt aber gerade nicht ansprechen können.
Also sind wir angefangen, haben eine Datenbank aufgebaut. Über alle Audio-IDs und Hash-Werte, die wir finden konnten. Und haben die dann den Artikelnummern von den Tonys und den Echtnamen zugeordnet. Mittlerweile haben wir dort 1100 Tonys drin. Jetzt, ich weiß nicht, bei uns gibt es einen Müller, der diese großen Regale hat mit den Tonys. Ich habe da noch nie 1100 Stück gesehen. Das liegt daran, weil Tonys mittlerweile so erfolgreich ist. Die sind in der UK mittlerweile sehr etabliert, in den Staaten, in den USA sehr, sehr gut etabliert, in Frankreich etabliert. Mittlerweile gibt es auch eine Hongkong-Edition. Das heißt, da kommen schon relativ viele gleiche Tonys, auch in verschiedenen Sprachen. Selbst zwischen den amerikanischen und englischen Tonys gibt es Unterschiede. Und diese Informationen haben wir erstmal zusammengesammelt und sind auch dort erstmal unserer Community dankbar, dass die uns dort unterstützen, die Hash-Werte und die Audio-IDs zu bekommen. Diese Informationen nutzen wir jetzt, um in unserer Software auch die richtigen Icons darzustellen. Das heißt, die Software liest die SD-Karte aus, zeigt den kompletten Content an und lässt uns dann etliche Dinge hiermit machen. Zum einen, einfacher Schritt, die UID-Zuordnung, die Verlinkung zwischen dem NFC-Tag und dem Audio-File zu verändern. Ihr seht das jetzt gerade hier unten, die Tags fangen alle mit dem E00403 an. Das ist die Identifikation des Standards des NFC-Tags. Und dahinter, die Bytes, sind dann die eindeutige Zuordnung aus der Tony Cloud. Das heißt, all diese IDs werden bei Produktion schon in der Cloud zu einem Audiospiel zugeordnet. Und wir können jetzt hiermit die Tonys komplett neu zuordnen und verlinken. So, jetzt haben wir vorhin über den Privacy Mode gesprochen. Wir haben deswegen hier auch in der Teddy Bench eine Integration des Proxmarks ermöglicht. Der wird einfach per USB angeschlossen und zur Identifikation der UID kann man jetzt einfach das Tag auf dem Proxmark lesen. Die Software liest die passende UID aus, ordnet die jetzt dem Audioteil zu. Die SD-Karte steckt man zurück in die Tonybox und kann dann erfolgreich mit einem Custom Tag Audio haben wir nicht, ne? Neu. Nee, macht nichts, aber ihr würdet jetzt ein schönes bayerisches Kinderlied hören, was so definitiv nicht von Tonys angeboten wird. Aber es funktioniert, das kann ich hier versichern. Das ist ein Stück eines Kinderzuges, wo ein NFC-Tag drunter geklebt wurde und die Box spielt das einwandfrei ab. Wir selber sind, haben wir vorhin schon gehört, heute zum ersten Mal physisch zusammen. Wir sind organisiert in einer Telegram-Chat-Gruppe, die mittlerweile über 800 Community-Mitglieder hat, die dort fleißig am Basteln sind. Hier sind einige Beispiele. So haben wir zum Beispiel die Paw Patrol-Figuren im Angebot gehabt, wurden gebastelt, bevor Tony diese als offizielle Figuren vorstellen konnte. Des Weiteren, wer einmal mit 40 Tonys in Urlaub gefahren ist, weiß, wie viel Volumen die im Auto einnehmen, ja, wenn die Kinder die alle mitschleppen wollen. Da kam dann die Idee auf, einen Travel-Tony oder einen Coin-Tag zu entwickeln. Da hat man einfach eine 40 mm Münzhülse, die Münzsammler sonst verwenden, genommen, hat dort einen dieser NFC-Tags reingemacht und hat dann, das sieht man in der Mitte unten, der blaue Ring, hat dann kleine Discs mit Magnet drin, die genau die Funktionen dann unterwegs übernehmen, einfach mit demselben Inhalt des Originaltonis verlinkt, den man ja zu Hause hat, und kann dann unterwegs auch platzsparender sein. Hier sieht man nochmal den Travel-Toni, der hier unten zerlegt ist, sind einfach diese durchsichtigen Cointags. Wir haben aber auch viele Laserfiguren oder 3D-Druckfiguren gesehen. So hat da jeder seine eigene Bastelmethode, um seine Tags schön zu verpacken für die Kinder.
So, jetzt haben wir zwei Aspekte gehört, aber es gab ja noch die Cloud. Darüber würden wir auch noch mal kurz gerne sprechen. Ja, bitte. Dann übernehme ich mal. Betty, danke. Genau. Die Cloud ist eigentlich recht simpel aufgebaut, wenn man es einmal verstanden hat. Der Weg dahin war ziemlich steinig, aber im Endeffekt ist es einfach nur HTTPS, wo die Authentifizierung über ein Client-Zertifikat passiert. Das ist ein Ersatz für Benutzername, Passwort. Und zusätzlich prüft die Box, ob das Gegenüber wirklich der Tony-Server ist. Dementsprechend können wir uns nicht einfach dazwischen klemmen. Das haben wir aber mit dem ausgetauschten Zertifikat dann hinbekommen. Und der erste Teil der Schnittstelle, der ist erstmal über GET, ziemlich simpel. Einmal kriegen wir die aktuelle Uhrzeit vom Server zurück. Dann haben wir die Möglichkeit, Firmware-Updates zu laden. Dann hatten wir eben darüber gesprochen, dass die Tony-Figur einen Speicherinhalt hat. Und dieser Speicherinhalt wird als Passwort verwendet, um A, den Tony über die V2-Content-Schnittstelle herunterzuladen und andererseits in dem eigenen Account über Claim dann im Account anzuzeigen, wenn man die App öffnet, dass man den Tony auch sieht. Weiterhin gibt es noch die V1-Schnittstelle ohne Authentifizierung, um System-Sounds herunterzuladen. Und im dritten Block, da ist am interessantesten der Freshness-Check. Das ist das, wenn man, was passiert, wenn man ein Ohr lange drückt, die Box ein bisschen rödelt und dann sagt, oh ja, oder einen Ping macht. Damit prüft die Box, welche Inhalte auf der Box aktuell sind und markiert die Inhalte, die nicht aktuell sind, zum Löschen. Das kennt man, wenn man Kreativ-Tony hat, den aktualisiert, dann drückt man das einmal, stellt ihn drauf und hat den neuen Inhalt dann verfügbar. Ja. Und das war's auch schon. Wir haben jetzt die Tonybox komplett verstanden und stehen jetzt alle Türen offen. Da haben wir uns gedacht, was machen wir denn jetzt mit unserem ganzen Wissen? Ja, wir bauen eine eigene Cloud, ein bisschen C, mit Prise Docker. Und schon haben wir unseren eigenen Tonybox Cloud Server, der sich zwischen die Tonybox Cloud und die eigentliche Box hängt. Sieht dann beispielsweise so aus. Natürlich die Tonys JSON wieder im Einsatz. Die Nutzung ist für jemanden, der technisch das hinbekommt, recht einfach. Man muss nur die Zertifikate von der Box herunterladen und die Certificate Authority durch die des Tony Cloud Servers ersetzen, des Teddy Cloud Servers ersetzen. Und dementsprechend kann man dann entweder eigene Inhalte über eine TAF-Datei, die man entweder über Teddy Bench generiert oder über das Webinterface anlegt, an die Tonybox ausspielen. Zusätzlich gibt es auch eine Pass-Through-Funktion, das heißt, man kann Original-Tony aufstellen. Der Inhalt wird in unserer eigenen Teddy Cloud gespeichert und an die Box weitergereicht. Und noch als kleines Goodie haben wir noch eine ESP32 Firmware-Patch-Funktion drin. Dafür brauchen wir aber trotzdem physischen Zugang zur Box. Das funktioniert nicht einfach übers Netz. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber das geht zum aktuellen Zeitpunkt noch leider noch nicht. Dann ist uns aufgefallen, wo wir uns die Firmware ein bisschen angesehen haben, es gibt noch eine zweite Domäne, neben der Protonomäne für die Datenkommunikation, nämlich RTNL. Und diese Funktion wird überall in der Firmware aufgerufen, wirklich überall. Und man drückt das Ohr, es geht ein Request raus. Man stellt die Tony-Figur auf, es geht ein Request raus. Man dreht die Box um, es geht ein Request raus. Also wirklich alles Mögliche geht darüber. Das ist alles fein verschlüsselt. Beim Einrichten werden interessante Daten übertragen, aber dachten wir uns, wir haben die Daten doch schon, machen wir was damit. Und binden die Box einfach mal in Home Assistant ein und in MQTT. So, jetzt nochmal kurz das Ganze in Aktion. Die erste Figur wird aufgespielt, Inhalt wird angezeigt. Als kleines Goodie wird der Name unten noch auf dem LCD-Display angezeigt. Der nächste Tony, das gleiche Spiel. Jetzt noch das Klo, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist ein super lustiger Tony und da gehen die LEDs noch mit an. Und als kleine Spielerei einen Custom Tag, der keinen Inhalt abspielt, aber in Home Assistant dann eigene Inhalte triggert, über Spotify was abspielt und man kann dann sogar die Lautstärke über die Ohren von seiner Anlage dann regeln, wenn man das möchte. Dann übergebe ich mal an Gecko,
Thema Datenschutz, bei so vielen Daten ist das sicherlich interessant. Ja, das ist alles ganz safe, das ist alles HTTPS verschlüsselt. Ja gut, also Schatz beiseite, Tonis hat ja auch eine Datenschutzerklärung, die haben uns dann mal genauer angeschaut und in der Datenschutzerklärung steht eine ganze Menge. Aber bevor wir auf die Datenschutzerklärung gehen, mal nochmal rekapitulieren, wir haben zwei Domains, irgendwas mit prot.de, tbs toys, da sind die Inhalte drauf und dieses gerade erwähnte RTNL, da ist dann irgendwie protobuf kodiert, alles was da im Endeffekt in einem Log-File oder in einem Terminal erscheinen würde, irgendwie wird es darüber genudelt. Aber alles DSGVO-konform und in Deutschland gehostet, irgendwie bei Hetzner, glaube ich. Also von dem her sollte eigentlich da überall ein Siegel dran sein. Nur ist es ein bisschen komisch, man stellt einen Toni auf, es wird in die Cloud gelockt. Man ändert die Lautstärke, es wird in die Cloud gelockt. Man drückt irgendwie, klopft auf die Box, um Titel zu skippen, es geht in die Cloud. WLAN-Informationen gehen in die Cloud. Also da kann man dann wirklich froh sein, dass das Ding kein Mikrofon hat. Weil ich wäre mir nicht sicher, was da so passiert. Gut. Datenschutzerklärung, eine Wall of Text. Aber das Interessante aus diesem ganzen Katalog da ist im Endeffekt dieser Abschnitt. Da wird ganz deutlich erklärt, was passiert bei der Inbetriebnahme, der erstmaligen, beim Anschalten, beim Aufstellen eines Tonis, beim Skippen, also wenn man da auf die Box klopft, um das nächste Lied herzuholen. Da wird irgendwas übertragen. Alles mit Client-Zertifikat, IP-Adresse, Timestamp. Beim Nutzen, genau, hier nochmal Ladestation anschließen etc. Und beim Einrichten wird dann WLAN-Information, irgendwas mit SSIDs wird gelockt, die verfügbaren Netze etc. Aber bei der Einrichtung, also hier ganz dick, fett markiert, Einrichtung, also alles safe, mein Gott, das eine Mal passt schon. Und alle Informationen werden, steht so, anonym ermittelt. Sie werden anonym ermittelt, sobald man aber seine Tonibox-ID nennt, kann man es plötzlich mit der Person wieder zuordnen. Also aus der IT oder aus der Informatik, ich kenne nicht den Begriff anonym aus einer anderen Ecke, für mich ist es pseudonym, pseudonymisiert, nicht anonym. Aber okay, ich kenne mich da nicht so aus. Gut, also nochmal angeschaut, was haben wir denn in dieser Tonis Cloud? Irgendwie so Real Name, Box-ID etc. Machen wir doch mal eine Anfrage und gucken, was da so kommt von Tonis. Und die haben da auch prompt binnen 4 Wochen die Informationen hier zusammengetragen und mir erklärt, was ich schon wusste, also meine E-Mail-Adresse, mein Name, der angegeben wurde, die Tonis, die ich habe, okay, passt. Aber was ist jetzt mit dem anderen Zeug? Da war doch noch was. Ja, egal, aber das ist hier DSGVO-konform, das haben wir, Haken dran, passt, alles gut gemacht. Aber nochmal, wir haben doch noch Informationen, wie jetzt irgendwas mit WLAN-SSIDs, Tastendrücke etc. Was ist damit? Nochmal explizit eine Anfrage gemacht, nein, wo sind diese Informationen von diesem Server, die wir genannt haben? Dann kam die Rückmeldung, ja, nee, Moment, das ist alles anonym. Jede Zeile in dieser Datenbank, ich nehme mal an, die sieht so aus, wie hier dargestellt, ist nur mit einem Box-ID-Dingens verknüpft, nicht mit meinem Realnamen. Damit ist es nicht personenbezogen, sondern anonym. Ja. Okay, gut. Also, das ist DSGVO-konform. keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Müssen wir halt mal glauben. Aber jetzt nochmal, Informatiker, oder man muss ja nicht mal Informatik studiert haben, um zu verstehen, Mensch, da gibt es ja die Möglichkeit, Tabellen zu kombinieren, irgendwie so SQL, Outer Join. Oh, okay, aber wie gesagt, das ist DSGVO-konform und wir sind keine Anwälte, wir sind keine Juristen, wir kennen uns damit nicht aus. Von dem her mag das so sein, keine Ahnung. Aber da ist noch was anderes aufgefallen, ESP32-Box in Betrieb nehmen. Irgendwie sind da immer Namen über diese RTNL-Logs gekommen, die, Moment, das hat doch nichts mit mir zu tun. Das waren doch SSIDs in der Nähe. Da haben wir gedacht, Mensch, ich probiere mal was. Es gibt mit ESP32, wenn man so einen eigenen Mikrocontroller neben hinstellt, die Möglichkeit, hier mal irgendwelche Fake-SSIDs aufzubauen und dann rödelt der dann tausende Fake-SSIDs. Machen wir das mal bei der Box. Was passiert dann, wenn die Box diese SSIDs sieht? Bam! Alle Informationen, die ihr so seht, mein Gäste-WLAN, ich habe die Box nie mit dem Gäste-WLAN verbunden, aber auch mit dieser If You Can Read This, das kam alles über die Debug-Logs zum Tony Cloud Server. Aber keine Angst, alles DSGVO-konform und anonym. Gut, sagt man. Na gut, aber wer jetzt da keine Lust drauf hat, diese Informationen irgendwie dauernd preiszugeben, der darf ja natürlich gerne auch Alternativen nutzen. Und da haben wir...
Da haben wir ja dann auch noch ein paar kleine Alternativen vorbereitet, die wir noch mal kurz anteasern. Bitte, die Hackybox und Konsorten. Ja, ich nehme den. Hackybox und Hackybox NG hatten wir eben ja schon angesprochen. Wir haben für die CC3200-Variante eine eigene Firmware geschrieben und einen eigenen Bootloader. Fangen wir mit der Custom Firmware einfach mal an. Das ist mehr oder weniger ein Proof of Concept. Damit kann man Dateien auf die Box hoch und runterladen, auf den Flash, aber auch auf die MicroSD. Das ist halt ganz praktisch. Man möchte die Box nicht immer öffnen, den Tech-Connector dran stecken, um eine Datei auf dem Flash irgendwie auszutauschen. Und zusätzlich ist es ganz praktisch, um eine Box zu reparieren, weil man kann gucken, funktioniert die Audio-Schnittstelle, funktioniert der RFID, ist der Akku okay, dann kann ich einen 24-Stunden-Test machen, gucken, wie lange der Akku hält. So, eben schon angesprochen, ein Bootloader wäre ganz praktisch. Den haben wir dann auch implementiert. Da war dann die Idee, okay, wir installieren erstmal im Flash der Box einen Preloader, der einfach nur eine Datei auf der MicroSD-Karte lädt. Das heißt, in Zukunft kann jeder einfach dann die MicroSD-Karte raus und die Dateien dementsprechend dort verändern und muss nicht mehr an den Flash. Es erlaubt einerseits das Booten der Originalfirmware, andererseits kann man auch die Custom-Firmware starten und zusätzlich kann man dann wirklich Live-Patching betreiben. Das heißt, die Originalfirmware liegt dort, ich aktiviere die Patches, die ich haben will, in der Konfigurationsdatei und kann dann beispielsweise sagen, okay, der Privacy-Mode soll abgeschaltet bleiben und nicht wieder eingeschaltet werden. Andererseits haben wir ja auch andere Tags. Die SLI-Gruppe nenne ich einfach mal, dann ist der Check über die UID weg, da ist der Check über die 8 Blöcke weg und dementsprechend kann man alle Tags verwenden. Man kann die die Cloud hart blockieren, wenn man das möchte und man kann auch die URLs der Cloud und die CA dementsprechend dynamisch einsetzen und das erlaubt dann zwischen der Original-Firmware mit der Original-Cloud und der eigenen Cloud zu wechseln, wenn man das dann möchte. Sollte die Cloud aktuell nicht funktionieren, das Kind sagt, ich möchte jetzt aber unbedingt, dann kann man mal eben rumswitchen. Das ist ganz praktisch. Man weiß ja, Kinder haben es meistens eilig. Und wenn man abends schlafen möchte, muss die Tonybox halt laufen. Der nächste Block geht übers Modding und die Reparatur. Einfach mal ein paar Eindrücke. In der Mitte selbstgebaute Akku-Packs. Rechts unten ein bisschen größer, damit die etwas länger hält. Links ja, das typische Problem, wenn man die Box das erste Mal auseinander nimmt, ein bisschen ruppiger ist, reißt man auch gerne mal so eine Buchse aus. Und da unterstützen wir gerne mal bei der Reparatur, weil wir wissen halt mittlerweile, wo die Kontakte liegen, wo die langlaufen. Ja, wir haben noch den RGB-Ring rechts oben. Da haben wir gleich noch ein Bild zu. Da hat einer aus der Community gesagt, okay, ich baue einen Ring ein, die Box soll noch schön leuchten. Und unten noch eine kleine Debug-3D-Druckbox zum Basteln. So, das war noch ein Thema, das lag mir ganz besonders am Herzen. Wir hatten eine Anfrage aus der Community von Toro und die kleine Tochter kann die Tonybox nicht hundertprozentig bedienen. Typischerweise muss man klopfen und kippen, um die Titel zu springen oder zu spulen. Und durch die körperliche Einschränkung war das einfach nicht möglich. Und dann haben wir zusammen geguckt, wie können wir das lösen und da war die Idee, okay, elektrisch kennt er sich aus, aber auf der technischen Ebene von der Tonybox nicht. Und dann haben wir eine Lösung gebastelt, um halt einen Mikrocontroller dort einzubauen und den Beschleunigungschip durch einen Mikrocontroller zu ersetzen. Doro hat dann noch zwei Buttons eingebaut und dementsprechend kann man dann durch kurzes Drücken zum nächsten Titel springen und durch langes Drücken dann springen. Hier haben wir noch. Noch einen kurzen Ausblick zu Gegros Bluetooth Mod. Da gibt es eine schöne fertige Platine, mit der man dann bei der Tonybox Bluetooth nachrüsten kann. Da muss man nur ein paar Käbelchen dran löten und dann funktioniert das auch schon. Ist auch auf seinem Blog zu sehen, dementsprechend wer sich für interessiert, schaut einfach mal rein und dann übergebe ich an Gambrius. Ja, jetzt haben wir alle vier hier schon gesprochen. Wir haben uns viel Gedanken dazu gemacht, wie wir denn starten. Und da wir so viele Inhalte hatten und jetzt nur die Ergebnisse zeigen konnten, der Zeit sei es geschuldet, haben wir auch eine vorherige Vorstellung erstmal aufgeschoben. Ich möchte dennoch einmal kurz das Team vorstellen. Da haben wir neben mir Gego, der an den ganzen Reverse-Software, Reverse-Engineering-Themen
zusammen mit Badby gearbeitet hat, aber auch die ganze Hardware mit reverse-engineert hat. Daneben haben wir Badby. Badby hat auch viel an den Custom-Software geschrieben und viel an den Hardware-Reverse-Engineering-Sessions dran teilgenommen und hat auch mit mir das Datenmanagement gemacht, die Datenbank aufgebaut, die ja in Teddy Bench auch mit eingebunden ist, die wir vorhin gesehen haben. Moritz ist derjenige, der uns das Reparieren der ganzen Tonyboxen erst ermöglicht hat. Er hat die meisten Chips schon identifiziert gehabt, bevor wir ihn getroffen haben. Er kam mit einer super Liste um die Ecke. Ich glaube, wenn ich in deinen Dateien schaue, habe ich, glaube ich, ein komplettes PCB, was reverse-engineert ist. Und er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass man auf eBay keinerlei defekten Tonyboxen mehr findet. Als wir gestartet sind, konnte man noch für 10, 15 Euro allerlei Tony-Boxen finden, die angeknabberte Ohren oder sonstige abgerissene Stecker hatten. Das hat uns auch bei unserer Bastelei sehr stark geholfen. Mittlerweile ist das gen Null gegangen, weil auch durch unsere Dokumentation sehr viele Reparaturanleitungen durch die Community und durch diverse YouTube-Videos und Seiten einfach gepublished wurden, um dass auch jeder zu Hause seine Box reparieren kann und damit weiterarbeiten kann. Gut, ich stelle mich ungern selber vor, ich habe nur die Kommunikation und das NFC-Thema mit euch zusammen und das ganze Datenmanagement gemacht. Ich ziehe den Hut vor die Softwareleistung, die ihr erbracht habt. Da war ich Zuschauer und nur Kritiker und First-Tester, aber als Team haben wir es doch dann gemeinsam gut gemeistert. Ja. Und Test. Ja. Und man schafft das Ganze natürlich nicht alleine. Man braucht eine Community, die hilft und Unterstützer. Hier ganz vielen Dank auch aus einem Revox Telegram-Channel-Mitglied oder an einen Telegram-Channel-Mitglied, Glunaskul, der uns immer unterstützt hat mit Medien, mit Tonys etc. Danke auch an Nuit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der auch einen Talk gehabt hätte über das Thema Audioboxen und Reverse Engineering. Der hat sich zurückgezogen, hat gesagt, er lässt uns hier den Vortritt. Also vielen lieben Dank an dich, an die Firma Aronia AG, die uns massiv unterstützt hat mit Hardware, ohne die manche Aspekte hier nicht möglich gewesen wären, zum Beispiel das Messen des Feldstärke, um dann die kleinen Bugs, die man halt so in der Software eben hat, herauszufinden. Auch an Lab401, die einen Flipper Zero spendiert haben, um genau dieses ISO 15693-Thema zu pushen. Und dann auch vielen lieben Dank an die ganze Telegram-Gruppe, wie gesagt 800 Leute und da hilft jeder jedem. Einen besonderen Dank noch an Philipp, der immer kurz vor Weihnachten die Fotos für die ganzen PCBs macht, immer in so einem Stress, er hat keine Zeit, aber er macht es trotzdem. Er macht es trotzdem, er ist eigentlich Fotograf, hat eigentlich immer nichts zu viel zu tun und dann kommt immer kurz vor Weihnachten. Ja, mache ich dir. Und an den RFID-Friend, der uns immer mit ordentlichen Text versorgt und hier auch, wie es gerade erwähnt wurde, mit Klons das eine oder andere Mal auch einen Griff ins Klo hatte, aber uns dann doch immer die Genuine Tags, also die Original-NXP-Tags liefert. Also da vielen Dank an alle, die mit unterstützt haben. Und hier noch ein paar Kontaktdaten. Also ihr könnt uns dann, wenn Q&A-Session zu kurz ist, wenn Fragen sind, könnt ihr uns kontaktieren. Macht Fotos, QR-Code mit allen Informationen. Und wir haben Decktelefone. Wir sind teilweise bis die ganze Woche, oder? Naja, bis zu Ende. Naja. Bis Tag 4, ja. Bis Tag 4 da. Also scheut euch nicht, ruft uns an, schreibt uns. Und dann war es das soweit für uns. Und ich übergebe an die Q&A-Session. Bitteschön. Herzlichen Dank an die Tony Boxer. Kurze Entschuldigung wegen den Audioausfällen. Das sind stille Feueralarme. Da wird die PA im Saal einfach heruntergeregelt. Für die nächsten 5 bis 10 Sekunden. Der Stream hört das nicht. Also für die, die sich im Stream dann gewundert haben, was denn jetzt auf der Bühne los war, das wäre die Erklärung. Entschuldigung. So,
wir hätten jetzt Zeit, einiges an Zeit für Fragen an die vier Tonyboxer, an die Mikros oder wenn, ja, da hinten im Internet gibt es schon die erste Frage, sonst auf rein bitte. Also die erste Frage aus dem Internet ist, kann man zum Beispiel die Firmware von vergleichbaren Open-Source RFID-Audio-Playern, zum Beispiel ESP Uino, auf der Hardware laufen lassen? Habt ihr das mal probiert? Ja, ich habe ESP Uino portiert, testweise, um ein bisschen mich mit der Hardware vertraut zu machen und es läuft rudimentär, aber nicht wirklich stabil. Deswegen sind wir dabei, Teddybox umzusetzen und eine eigene Firmware aufzusetzen, die A, die Originalfirmware repliziert und B, weitere Features zum Beispiel für die Inklusion dann bietet, um per BLE beispielsweise eine Fernbedienung noch einzubinden. Aber grundsätzlich muss man sagen, ESP Uino läuft, man muss dort ein bisschen tweaken und das anpassen. Ja. Und da kann man nochmal betonen, ich glaube, es gibt keine Hardware ESP Uino Box, die so günstig und so vollkommen ist wie die Tony Box. Die kriegt man teilweise für 79 Euro. Man hat ein Lademanagement, Ladestation, schönes Case. Da sind sämtliche Bastellösungen, die man dort findet, wesentlich kostenintensiver. Gut, danke. Mikrofon Nummer 4, bitte, rechts hinten. Hört man? Ja, okay. Ihr hattet ja gesagt, ihr habt auch die Firmware davon reverse-engineert. Wenn ihr die Version vom ESP32 reverse-engineert habt, mit welcher Software? Weil Gitra hat nicht so gute Unterstützung für Extensa und wäre gut zu wissen, welche Software ihr dafür benutzt habt. Also bei der ESP32-Box ist nicht so viel Zeit in Reverse Engineering auf Software-Ebene geflossen, aber trotzdem gab es dafür IDA Pro, ich benutze IDA Pro, ein Plugin für die Extensa Microcontroller, das war glaube ich ein Python-Plugin, meine ich, zumindest läuft es bei mir und damit habe ich dann auch mal reingeschaut, aber wie gesagt, das war mal so reingucken und die Funktionalität war im Endeffekt das gleiche wie bei den CC-Boxen, die so mit Gitra. Ja, mit Gitra, das geht recht gut. Da ist jetzt, die Peripherie ist nicht angebunden, das heißt, da muss man ein bisschen schauen, ein bisschen die Datenblätter lesen, aber das geht dann eigentlich recht gut. Also, und dank der Debug-Funktion mit eindeutigen IDs kann man jetzt auch immer schauen, okay, es kommt eine Debug-Nachricht, dann kann ich im Coding einfach mal gucken. Ja, genau. Und die CC-Boxen habe ich auch mit IDA Pro reverse engineert. Danke. Okay, und schon geht's weiter mit Mikrofon Nummer 2. Die Frage wäre, wenn man diese RTNL-Domain einfach nur blockiert, verhält sich da die Tony-Box irgendwie komisch im Originalmodus oder ist einfach happy, dass ich es nicht erreichen kann? Es geht einfach weiter. Also es ist datenschutzfreundlich umgesetzt. Wenn man das denn weiß, kann man die blockieren, dann hat man Ruhe. Okay, danke. Mikrofon Nummer 1, bitte. Danke für den Vortrag. Sehe ich jetzt richtig, dass ihr jetzt quasi dadurch auch einzelne Lieder der Tony sperren könntet und man so einen schönen Filter hätte, falls einen ein Lied irgendwann sehr nervt? Also, direkt zu sagen, wir sperren Track Nummer 5 von dem Tony, wird wahrscheinlich schwer umzusetzen sein, aber wenn du den Audioinhalt nimmst und einfach den Track 5 Audiopart rauslöscht und wieder auf deine Box draufbringst, dann ist das sehr wohl machbar. Hier sei auch erwähnt, bitte die Box dann am besten im Offline-Modus betreiben, dann ist sowohl das Datenschutzthema abgehakt, als auch Custom-Content ohne Einschränkung möglich. Und Mikrofon Nummer 4. Ja, ihr habt da eine Datenanfrage an Toni geschickt. Standet ihr da noch weiter mit denen im Kontakt wegen dem Box-ID-Matching oder eine Beschwerde an die Datenschutzaufsichtsbehörde vielleicht, irgendwas in der Richtung, dass das zukünftig vielleicht nicht mehr so sein wird? Hoffentlich. Nein, also zum ersten Teil der Frage, ja, ich habe noch eine Anfrage gestellt, habe Ihnen auch erklärt, von welcher Domäne ich die Daten hätte, also wo die RTL-Unlock und so weiter. Die haben auch dann, muss man auch sagen, Hut ab, zwei externe Juristen, die diese Anfrage beantworten sollten, für eine Stunde für mich abgestellt. Das Gespräch war okay, sie konnten aber im Endeffekt nichts sagen, außer nein, das ist alles DSGVO-konform und nein, das ist alles anonym, nein, SSIDs übertragen sind keine personenbezogen oder personenbeziehbaren oder indirekt personenbezogenen Daten. Da gibt es kein Urteil zu, damit ist es nicht personenbezogen. Okay, von dem her war das der einzige Kontakt, den wir da hatten. Ich habe nochmal eine Nachfrage zu der Nachfrage gestellt, ob ich denn jemanden bekommen könnte, der aussagekräftig ist. Da kam jetzt aber leider, das ist jetzt auch wieder 4 Wochen her, kam nichts. Ja. Ich habe parallel eine gestellt, einen Ticken später.
Da hatte ich auch nochmal nachgefragt, aber da hatte ich auch bis heute keine Antwort. Also mal schauen, was da noch kommt. Wäre interessant einfach zu wissen, auch mit dem Austausch mal zu gucken. Aber es gibt aber noch zwei interessante Aussagen zu den RTLN-Daten. Und zwar auf Nachfrage, wo wir denn jetzt diese ganzen mitgelockten Daten sehen, hat man einmal gesagt, na, das wäre schon ganz schön aufwendig, die alle rauszulassen. Das sollten Sie jetzt nicht machen. Und außerdem würden Sie das als Unternehmensdaten ansehen und damit Ihr Recht drauf behalten? Weil Sie ja anonym sind. Ne? Weil Sie ja anonym bis auf der Box-ID anonym sind. Okay, danke. Aus extern, eine Internetanfrage habe ich gesehen, war da? Nein. Gut, dann geht es weiter zu Mikrofon Nummer 3. Gibt es da ein Limit zu der SD-Kartengröße oder kann ich da eine 1 TB SD-Karte reinpacken? Also wir haben dort selbst mit experimentiert. Kommt darauf an, welche Box das ist. Die erste Box ist sehr wählerisch, geht bis zu 64 GB getestet von uns. 256 ging 256, einmal. Aber nicht mit jeder SD-Karte, also herstellerabhängig, Empfindlichkeit. Die ESP32 ist da weniger wählerisch, die nimmt mehr Karten. Auch da findet ihr im Wiki bei uns eine Übersicht an SD-Karten, die wir getestet haben. Aber letztendlich ist die Größe wahrscheinlich irrelevant. Nein, FAT32 waren die alle formatiert. Auch dort ganz einfach nur die normale Windows-Formatierung. Okay, aber jetzt hat sich das Internet gemeldet. Ja, richtig. Das Internet möchte wissen, werden die Logs im Offline-Modus gesammelt und werden sie dann eventuell übertragen, wenn die Box wieder online ist? Nein, die Logs werden Echtzeit übertragen, sofern die Verbindung möglich ist. Wenn keine Verbindung möglich ist, dann wird nichts übertragen, nichts gespeichert. Da gibt es keinen Cache oder irgendwas. Also wenn ihr die Box offline betreibt, wenn so lange keine Daten erfasst oder danach auch übertragen ist, ist dann für den Zeitpunkt wird alles dann nur in dem Moment übertragen. Gut, Mikrofon Nummer 2. Dieser RFID-Privacy-Modus, ist das speziell von Tuni oder ist das irgendein Standard? Ich habe davon noch nie gehört. Das ist ein Standard, der wird regulär in der Bekleidungsmittelindustrie verwendet und zwar bei der Berufsbekleidung. Derjenige, der mal im Betriebsrat tätig war oder in großen Konzernen mit dem Betriebsrat darüber gesprochen hat, die sind sehr darüber aus, dass die Mitarbeiter nicht irgendwie anderweitig getrackt werden können. Und das könnte man natürlich machen, wenn man Hosen mit NFC-Tags hat, die wieder den Mitarbeitern zugeordnet werden müssen. Und insofern kann man diese speziellen Klamotten-Tags quasi deaktivieren, sodass der Arbeitgeber dort kein Tracking der Hose vornehmen kann und nur der Wäschekonzern dementsprechend eine Zuordnung zum Mitarbeiter, wenn er die zurück in den Schrank legt, vornehmen kann. Und dafür sind die damals entwickelt worden. Die benutzen mittlerweile einen neueren Standard, SLIX2, der auch besser verfügbar ist. Aber damit, und von dem es mittlerweile auch chinesische Magic Tags gibt, wo man die UID ändern kann, sodass man theoretisch einen Klon eines Tonis herstellen könnte, was aber vom SLIXL nicht der Fall ist. Und wir haben es vorhin einmal kurz erwähnt, damit die SLIX2-Chips nicht verwendet werden können, die in Summe 28 Speicherblöcke haben, fragt die Tonibox ganz explizit den 9. Speicherblock ab, wo eine bestimmte Fehlermeldung zurückkommen muss, weil der SLIXL-Chip nur 8 Blöcke hat. Damit stellen Sie sicher, dass wirklich dieser recht schwer zu erhaltene Chip nur verwendet werden kann mit diesen Eigenschaften. Aber es ist keine für Tonis entwickelte Funktion. Danke. Eine letzte Frage und dies bei Mikrofon 1. Servus. Würdet ihr sagen, dass die Tonibox an sich ein cooles Produkt ist, also Hard- und Software, nur seltsame Corporate-Entscheidungen dahinter stehen und man es... Ja, wäre auf jeden Fall. Eindeutig. Hardware top. Wie gesagt, ich selber setze sie fast 100% original ein. Ich entwickle viel damit, habe da Spaß dran. Meine Tochter hat dafür viele Tonyboxen. Dementsprechend, das Produkt hat mich vorher nicht überzeugt. Ich habe gesagt, möchte ich nicht haben. Dann habe ich mich mehr damit beschäftigt. Und dann sind wir zusammengekommen. Und jetzt ist das einfach das Top-Produkt. Also es spricht nichts gegen die Tonis-Firma, wir stehen voll hinter dem Konzept. Ja. Die Firma selber hat eine tolle Story, die sie erzählen. Sie haben ein tolles Produkt, was sich auch toll anfühlt. Aus dem Grunde sind wir auch großer Tonis-Fan.
Es ist nur die Sache, dass wir privat halt ein Hobby haben, was auch den Hintergrund abfragt. Ne? Und es macht Spaß. Gut, danke schön.